Aloha, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Episode von 7 Days to Die. Wir haben Tag 20, einen Tag vor der Feralhorde. Und wir sammeln jetzt, ich glaube, ich habe schon einen 1200er Stack Eisen im Minibike. Und wir sind gut dabei, einen dritten quasi fast voll zu machen. Und ich bin eigentlich auf der Suche nach Nestern. Denn, wie viele Federn haben wir denn? Ah, 208. Wir haben zu Hause noch 124. Da sollten wir mit auskommen, aber auch nicht so ewig lange halt, ne? Mining Tools 66. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis wir da bei 80 sind. Aber ich meine, wir arbeiten ja stetig daran, die nächste Stufe zu erreichen. Ja, diese Ressourcensteine tun tatsächlich einiges so auch fürs generelle Leveln. Weil man sieht halt immer den Balken ein Stückchen höher schnellen, wenn man die auseinander nimmt. Und die Ausdauer hält wenigstens auch mal ein bisschen was aus. So, bei unserem nächsten Ausflug darf ich tatsächlich nicht vergessen, das Minibike mal aufzufüllen. Ich suche weiter Nester. 17:40 Uhr ein Ausflug. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen rumfahren, aber das schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Im Hintergrund schleudert meine Maschine, aber die Tür ist zu vom Badezimmer. Ich hoffe, dass ihr das nicht wahrnehmt. Oh, wäre ich jetzt ein Zombie, wäre es jetzt vorbei mit mir gewesen. Holy shit. Ich weiß noch die Anfänge. Ich weiß nicht, was die Alpha 13, die Alpha 12, also für uns die Anfänge. Wir spielen das seit der, 12 oder 11, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hatten wir dann so eine Baumfarm. Und Rübchen hat dann regelmäßig die Bäume abgefarmt und ist halt so oft gestorben, weil die von Bäumen erschlagen wurde. Ich musste immer sehr lachen. Du hörtest dann nur so einen Fluch und wir haben die halt auch ultra nah aneinander gesetzt. Das geht ja jetzt überhaupt nicht mehr. Die waren quasi Baum an Baum. Es war sehr lustig. Und dann hörtest du immer nur dieses Baumfallgeräusch und dann so, nein! Und dann kam so die Meldung oben, Zuckerrübe died. Das war ein bisschen lustig. Ja, da konntest du dann noch ganz schnell Holz farmen. Ich glaube, das konnte man doch, oder? Relativ nah beieinander, also definitiv näher als jetzt. Jetzt hat ja jeder Baum irgendwie so eine Hitbox oder beziehungsweise eine Wachsbox. Das war grandios. Und damals konnte man ja auch noch mit so Wasserfall Aufzügen arbeiten. Und ich habe dann irgendwie einen falschen Stein weggeschlagen. Das war noch, bevor irgendwie der Raid von Minyas war, das waren unsere kompletten Stream-Anfänge auch. Und dann habe ich irgendwie einen falschen Stein weggeschlagen und bis wir dann dieses Wasser wieder unter Kontrolle hatten, das ist halt überall hin, hat alles weggeschwemmt. Mama mia, war das ein Kack, ey. Und ich bin ja dann bei sowas, ich fange ja dann so ohne Ende an zu lachen, dass ich mich dann überhaupt nicht mehr konzentrieren kann, was ich da überhaupt tue. Es war auf jeden Fall spannend. So, die Anfänge, das war schon witzig irgendwie. Ich überlege immer noch, ich weiß, ich habe das schon öfter mal gesagt, aber ich überlege tatsächlich auch mal Live-Let's Plays einzubinden. Weil dann streame ich noch ein bisschen zusätzlich. In den Pausen kann man quatschen. Und ich kriege meine Aufnahmen hin, weil das nehme ich jetzt meistens dann sonntags so für mich auf. Und ich finde das aber schön, die Interaktion irgendwie. Natürlich werden dann wahrscheinlich viele, ich meine, ich monetarisiere eh nicht. Und wahrscheinlich werden dann schon viele sich das anschauen im Stream. Und dann werden die Views auf die Videos runtergehen. Aber so ist das halt, ne? Mit diesem Risiko muss man halt kämpfen.
Blunt Weapons, 39. Ah, eine Stahlschaufel, aber trotzdem nehmen wir die mal auseinander. Die nehmen wir auch auseinander. Ja, noch ein paar Nester wäre halt wunderbar. Nur noch ein paar. Kommt, Leute. Ich habe schon einen dritten Stack voll, ne? Geil. Boah, jetzt haben wir richtig viel Eisen am Start. Da können wir ja quasi drüber nachdenken, unsere äußere Wand mit Stahl zu verputzen. Wer haucht mich denn hier von hinten an? Ein kranker Hirsch. Oh Gott, guck mal, wie krank der ist. Der hat schon Zuckungen. Oh Gott, das arme Ding. Scheiße. Ey, das gibt's doch nicht. Oh. Armes Ding. Oh. Oh Gott, guck mal. Oh, stopp. Okay, wir brauchen ein Boneschiff. Craft. Das kann raus. Warte mal, das könnten wir eigentlich mal eben repair. Nice, dann ist das weg. Animal Fat, ja egal, das kann ruhig. So, das ist jetzt ein bisschen schlechter geworden. Habe ich da oben noch ein Schweinchen gehört, ein krankes? Oh, ein krankes Schweinchen. I'm sorry, little fella. I'm sorry. I'm very, very sorry, you little fella. I'm sorry. Was ist jetzt gerade für ein Skill hochgegangen? Da rollt das Fett. Okay. Ist der Stack... Achso, ich habe auch einen zweiten Stack Federn. Ah, hier ist auch noch Fett, okay. Fragt sich der Nächste, der hier langläuft. Was ist denn hier passiert? I will cut you. I will cut you. Mhm. Kann ich eigentlich? Ah, nee. Das ist beides bei 80. Alles klar. Nee, ich habe ja völligen Scheiß erzählt. Ich kann ja die nächste Stufe Mining Tools bald machen. Bei normalem Level 80. Da war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Okay, wir haben 20 Uhr. Wir sollten... Ich laufe mal ein bisschen weiter runter und dann laufe ich zurück zum Minibike. Wo ist denn das? Wieso wird mir mein Minibike jetzt gerade nicht angezeigt? Oh, fuck. Warum? Ist das nur in einem bestimmten Umkreis? Ey, ich habe mich darauf verlassen, dass mir mein Minibike angezeigt wird. Leute, ganz im Ernst, warum wird mir mein Minibike nicht angezeigt? Okay, hier war ich anscheinend. Dann habe ich jetzt aber ein Problem. Da. Holy Scheiße. Jetzt habe ich mal kurz Panik gekriegt. Okay, das wird in einem bestimmten Umkreis angezeigt. Also muss man sich schon grob merken, wo es steht. Bin ich ganz schön reingelaufen, wa? Panik. Panik auf der Titanic.
Okay, gut zu wissen. Haben wir das auch schmerzlich jetzt hier erfahren, wie das läuft mit dem New Mike. Noch ein paar Nester wären halt auch echt cool so. Aber nö. Ich glaube, ich rushe hier viel zu schnell durch, als dass ich die gescheit wahrnehmen könnte. Okay, dann fahren wir mal nach Hause. Haben wir doch einiges an Start gebracht jetzt hier. Jetzt darf ich natürlich nicht nochmal in ein Kleefeld fahren. Deswegen fahre ich mal auf diesem Weg hier entlang. Obwohl, nee, jetzt müssen wir hier so ein bisschen reinfahren. Das Gute ist, hier sind noch einige Steine, so Ressourcensteine am Start. Hier musst du einfach nur ein bisschen rumfahren. Also ich bin eigentlich echt zufrieden hier mit dem Standort. Alter. Unserer Base. So, Home Sweet Festung. So, warte, diese Steine stören mich irgendwie auch kolossal. Die müssen hier weg. So. Gut. Haben sich hier noch irgendwelche Menschen, Zombies, Tiere verirrt? Nein. Okay, ich werde jetzt das Eisen hauptsächlich in die schmelzen mit dem Crucible drin. Weil alles andere macht irgendwie nicht so viel Sinn. Hier können wir tatsächlich noch mal ohne Ende. Stein reintun. Wohl machen wir es mal so. Bam, dann nehmen wir das auch noch mal mit. Nur 7 Fleisch aus diesen beiden Tieren. Das kommt mir aber verdammt wenig vor, oder? Ist mal im Ernst. Oh, what? That seems very strange to me, I got to say. So, dann kommt hier in die Kiste, kommen die Tokens rein. Dann gucken wir mal, wie weit der Zementmixer ist. Der Fertilizer ist fertig. Wir nehmen das hier raus. Das. Okay, dann kommt das hier rein. Zement, Concrete Mix. 805. Wir müssen nochmal Crushed Sand machen. Da machen wir nochmal. Ich kann das ja nur so machen. So. Dann tun wir das da rein. Das tun wir da rein. Und das tun wir da rein. Dann läuft das hier mal ein bisschen durch. So, dann kommt der Fertilizer hier rein fürs nächste Mal. Hier nehmen wir die Dingensbummens raus. Die lassen wir mal durchlaufen. Crossbow. Steel Crossbow Bolts. Bam. Dann laufen die auch durch. Alright. Ja, wir haben doch einiges wieder an den Start gemacht. Guck mal, wir haben 163 von den Dingern. Ich tu mal eben hier das beides da rein. Oh, wow, wir haben schon 4.765, 45. Schisselhausen. Nice. Ja, Waffen sind halt eher meh, ne? Wir haben noch keine gescheite Shotgun zusammen. Das ist irgendwie uncool, muss ich sagen. Ich muss gleich mal gucken, was wir noch für eine Chemistry Station brauchen. Ich habe ein bisschen gepennt. Das muss hier auch noch rein. Das tue ich auch erstmal noch hier rein. Das müssen
Müssen wir mal eben sortieren. Ich werde jetzt warten. Bis zur nächsten Stufe. Bevor ich was Neues mache hier. Okay, das können wir rauswerfen. Dann tun wir das mal hier rein. Ich werde wahrscheinlich eh unterwegs immer neue machen. Okay, das müsste ja auch fertig sein. Ach, Fork, hier war nicht genug. Dings drin. Jetzt ist da viel zu viel drin, aber egal. Guck mal, ich bin immer noch voll mit Essen. Das ist echt krass. Also diese Meatstews sind so unfassbar gut. Krasser Scheiß. Und noch eins hinterher. Bam. Da haben wir hier Empty Glass Jars. Wo haben wir die? Bin ich blind? Anscheinend. Hä? Hab ich überhaupt keine Bandages mehr? Warte mal, ich mach mal eben hier aus den Recipes Aloe Cream. Geil, kleine Horde. Ich sollte tatsächlich auch noch mal ein paar Spikes durchlaufen lassen. Wie viele kann ich machen? Ich mache nochmal 50. Lass ich die mal da hausen kurz. Ich muss ja auch noch mal ans Bike. So. Hat, der läuft gerade eine Horde lang. Egal, lassen wir sie mal laufen. So. Dann nehmen wir das alles mal mit. Dann tun wir das hier nochmal zu Forge. Ich lasse die Forge jetzt tatsächlich so. Ich lasse die jetzt hier oben. Ich finde das irgendwie ein bisschen praktischer. Dann kommt hier noch Brass, das rein. Eisen kommt hier noch ein bisschen rein. Da hatten wir auch noch was in der Kiste, sehr gut. Ja, man könnte echt überlegen, ein bisschen Stahl zu machen. Also ich weiß, das dauert lange, aber why not indeed? Das kommt hier auch noch rein. Kann ich hier... Nee, hier kann ich keinen Stahl durchlaufen lassen, weil ich hier kein Crucible habe. Okay. Die Rebar Frames kann ich aber schon mitnehmen. Da läuft ohne Ende Stein durch. Ich glaube, dann werden wir irgendwann auch mal genug Zementmix haben. So, okay. Was wollte ich jetzt tun? Hier wollte ich die Sachen reintun. Trigger Bank, bla bla bla. Jetzt haben wir so ein bisschen Wire Tool, Trigger Plate, Generator Bank. Kann ich mit der Trigger Plate eine automatische Tür machen? Also, sobald jemand über die Trigger Plate läuft, geht die Tür auf. Das macht natürlich nur von innen Sinn und nicht von außen. Aber, you know. So, Aloe Cream haben wir. Dann mache ich noch mal eben ein paar First Aid Bandages. Jetzt überlege ich tatsächlich, hier oben noch eine Kiste hinzumachen. Damit ich jetzt hier... Obwohl, das passt eigentlich noch da rein. Ich dachte halt hier, diesen Kram trennen. Weißt du, das kann ich auch scrappen. Also, seriously. Wir haben aber tatsächlich nicht so viel Kram, wenn wir infiziert werden. Wir haben noch genau 2 Honig und 1 Antibiotic. Das könnte besser laufen auf jeden Fall. So, das kommt da rein. Wieso konnte ich denn hier gerade First Aid? Okay, eins kann ich noch machen. Ah, geht nicht.
Okay, jetzt müssen wir erstmal warten, bis das durch ist. Gut, da kommt die Creme hier rein. Und... nee, das kommt auch noch da rein. Grain Alcohol. Wir haben aber zum Glück ein paar First Aid Kits. Ha. Vielleicht sollte ich die Samen rausnehmen und die eine Kiste in der Nähe unserer Dingens da machen. Aber ich könnte, ich brauche eine Chemiestation, ich könnte ja selber Antibiotics machen. Ich gucke jetzt mal eben. Wir werden nie da unten fertig werden. So, was brauche ich hier? Burning Barrel. Muss ich das lernen? Chemistry Station. Oh, ich habe 59 Punkte. Wie bitte? Chemistry Station. Science 7, Toolsmithing 3. Hä? Was ist denn da noch? Unlocks the... ja, warum geht das nicht? Double Toolsmithing 3. Science? Ah. Ah, 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 ah. Okay, Chemistry Station. Ah, nice. Boom. Jetzt, hoffentlich haben wir einen Burning Barrel. Wir haben keinen Burning Barrel. Nie im Leben haben wir einen Burning Barrel. Wo kriege ich denn das her? Fuck. Leute, wo kriege ich einen Burning Barrel her? Kann man das machen? Burning. Ne. Ich kann Burning Barrel machen. Ja, geil. Ja, cool. Das macht nicht so viel Sinn, dass man nur mit Holz und Feuer einen Burning Barrel machen kann, aber egal. Wer steht schon auf Sinn? Okay, cool. Was brauche ich noch? Ich kann mir sowas einfach auch für 3 Sekunden nicht merken. Chemistry Station. So. Burning Barrel, ein Beaker haben wir bestimmt noch, hoffentlich. Ein Beaker, ein Rohr. Beaker, Beaker, Beaker ist, wenn dann die Rohre sind da. Beaker, Beaker, bitte, bitte, Beaker, 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 Beaker. Nein. Aber ich habe einen hier drin. Ja, dann. Muss ich jetzt den Beaker da rausnehmen? Ich meine, ist halt so, ne? Okay, dann machen wir jetzt eine Chemistry Station. Chemistry Station. Wo zur Hölle ist das denn? Warum geht das nicht? Das ist doch scheiße. Hä? Bist du? Chemistry. Da. Warum geht das hin? Was fehlt denn jetzt? 2 Beaker! Nee! Och, Leute! Wieso braucht man denn da 3 Pots? Okay. Ja, cool. Da müssen wir noch Beaker suchen. Alter. Ja, wer richtig gucken kann, ist halt auch klar im Vorteil, ne? Warte mal. Wie viele Burning Barrels? 1, 2 Beaker, 3 Pots. 3 Pots ist kein Problem. Wir müssen noch irgendwo einen Beaker herkriegen. Die Short Iron Pipes sind kein Problem. Okay. Beaker kann man wahrscheinlich... nein, natürlich kann man den nicht selber machen. Hm. Ah, ich würde ja schon jetzt gleich das auch gerne suchen, ne? Ich hätte halt... fände das halt auch schon nicht so schlecht. Dann können wir uns nämlich Antibiotics selber machen. Warte mal. Ich repariere die mal eben. So. Dann haben wir das. Ey, gib es doch nicht, Mann. Das gib es doch nicht. 2 Beaker, warum denn das bloß? Und warum habe ich nur einen? Wahrscheinlich ist das so ein Item, was ich halt immer liegen lasse oder scrappe, weil ich denke, wir brauchen mehr als einen Beaker. Habe ich mal vorher nachgeguckt. Lecko funny, ey. Okay, wir haben Spikes am Start. Hier kommt das rein. Dann tue ich das hier alles nochmal so zurück. Die kommen da rein. Das kommt da rein. Glue kommt da rein. Okay. Hatte ich mir noch eine weitere Crossbow zum Reparieren gemacht? Jawohl. Schlaues Kind. Manchmal zumindest. Ja, dann müssen wir uns gleich mal auf die Suche nach einem Beaker begeben. Was fehlt denn in dieser Shotgun? Parts und Stock. Habe ich Stock?
Habe ich Part, aber die Parts sind super schlecht. Oh Gott. Ich könnte aber da draußen tatsächlich noch mal. Was war das denn? Alter, was war denn das? Ich lasse hier mal. Kann ich hier auch Pfeilspitzen, Eisen, Iron? Ne, Steel. Ne, okay, das geht natürlich nicht. Dann lasse ich mal hier Steel. Arrowheads. 5 kann ich durchlaufen lassen. Ah, fuck, hier ist kein Clay drin. Schissel, da habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ja, geil. Soll ich dann hier sowas einschmelzen wie Brass und so, was ich eigentlich da unten drin habe? Brass und Lead habe ich hier. Also brauche ich... Da könnte ich mal was durchlaufen lassen. Wie heißen denn diese ganzen Waffendinger hier? Buckshot 35, ne? Ach, auch wegen Clay. Okay, ich muss hier erstmal Clay einschmelzen lassen ohne Ende. Ich glaube, ich mache das mal eben so. Damit wir mal wieder ein bisschen Clay da reinkriegen. Ja, das war dumm. Da habe ich echt nicht drüber aufgepasst. Hm? Drüber nachgedacht. Habe ich hier nicht gerade irgendwas sterben hören? Ja, hier müssen wir nicht so viel reparieren. Ich werde auch nicht noch mehr Kram machen. Ich würde halt gerne von außen, das mache ich gleich noch. Ich wollte nur gucken, ob hier alles noch... Ja, geil, auf jeden Fall. Wo waren denn hier die Leichen? Hm, dann, wenn ich schon mal hier bin, sind die jetzt natürlich weg. Das ist das Einzige, was ich hier unten eigentlich wollte. So. Ach. Ja. Zu viel mietst du im Bauch. Dann lässt sich nicht so gut springen. Ist das scheiße. Ich wollte eigentlich die äußere Wand mit, Dingens hier verbessern. Und dafür habe ich eine Nailgun mit Concrete. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich so schnell einen Beaker finde. Oh, das wäre jetzt so geil gewesen, wäre hier einer drin gewesen, aber natürlich nicht. Wo könnte ich denn mal einen Beaker finden? Wahrscheinlich in so einem Poppenpilz oder so, aber das habe ich halt hier, glaube ich, nicht in der Nähe. So. Okay, wie viel Concrete haben wir denn hier? Ja, dann lasse ich gleich nochmal Concrete Mix durchlaufen. Okay, das ballert hier jetzt gut durch. 2 Beaker, Mann! Meine Lieben, wir haben 28 Minuten schon wieder voll. Holy Shizzle. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.